So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Wasteland 2. So, mit Blick auf unseren nein Quatsch, auf unseren Logbuch. Stellen wir fest, fand einen Weg nach der Motor zur Rechnung verrechnen. Funkverstärker, Gefängnis, genau, da wollten wir jetzt hin. Dann machen wir das auch. Dann schimmeln wir uns erstmal wieder zurück zum Eingang. Der war ja irgendwo hier. Da müsste er eigentlich sein. Oder auch nicht. Das sah mir jetzt gerade aus wie eine Höhle so ein bisschen, aber ist keine. Da ist er eigentlich. Den wird schon nichts passieren auf dem Weg, hoffe ich zumindest mal. Man weiß ja nie so genau. Ein verlassener Wachturm. Bluttropfen von oben herab. Ach, da sind die erst. Ja. Dann können wir erst noch ein bisschen Kaffee trinken, während wir hier am Warten sind. Mit Blick auf die Uhr stelle ich übrigens fest, es ist gerade Freitagmorgen 7:30 Uhr. Und eigentlich habe ich keine Zeitnot für irgendwelche Aufnahmen, aber ich wollte ganz gerne, ich habe immer so ein Raster, dass ich immer in Fünfer- oder Zehner-Schritten die Aufnahmen in petto habe. Und naja, es fehlen jetzt noch zwei Stück, deswegen habe ich mir gedacht, ach, machst du vor der Arbeit, machst mal eben schnell die zwei Stück durch, ist ja nur eine halbe Stunde. Plus, minus ein bisschen. Das kriegen wir dann schon hin. Dann sind wir nämlich, glaube ich, bei Part 55 jetzt bei Wasteland angekommen. Vielleicht mache ich am Wochenende noch ein bisschen weiter, weiß ich ja nicht. Samstag steht der Stream an. Und Freitag, also morgen, also respektive heute, ist mal wieder Minecraft angesagt, denn da habe ich nur noch drei Folgen Puffer oder so. Wird's langsam eng. So, da ist eine Vorratslage gewesen. Das interessiert uns gerade relativ wenig. Wir gehen jetzt mal ganz kurz eben hier rüber. Able 1 to Citadel Base. Go ahead, Able 1. 10-4 Citadel Base. Intercepted Raider Transmission. Jerks are about to jump somebody. We're moving in. Guck mal, da ist doch was. Ist Copy, das das Able Gefängnis? 1. What's your 20? Two clicks east, southeast of Corn Silo. Got it. You need backup? Negative. Punks won't know what hit them. Don't get cocky, Able One. Advise when complete. Will do, Citadel Base. Able One out. Könnten wir das hier vielleicht erstmal langsam entdecken? Danke. Das Wrecking Crew Hauptquartier. Wir greifen sie einfach mal an. Das Wrecking Crew Hauptquartier, das sollten wir nämlich auch noch auseinandernehmen. Das machen wir gleich auch mal. Bietet sich nämlich gerade an. Okay, das sieht hier gerade so ein bisschen aus wie Jurassic Park. Oh Gott, wie niedlich. Och nein, sag nicht, das ist alles. Jetzt, oh Gott, das ist ja schon fast niedlich. Au, muss das denn sein? 64% außer Reichweite. Ich glaube, ich gehe mal nach hier. Dann ist er in Reichweite. 50% kann klappen. Muss natürlich nicht. Beende den Zug. So, Madame, du gehst mal eben hier hin. Macht mich doch nicht unglücklich. So ist brav. Sag mal. Die verscheißern einen doch ein bisschen, oder? Nicht gut. Die Doppelläufige. Ja gut, scheiß drauf. Vielleicht klappt's. Gott, die Kiste hat's ein bisschen zerledigt. So. Mal noch den Energiepulswerfer hier. Der ist bei beiden gleich schlecht, deswegen machen wir einfach mal einen Hinterhalt. Das M2 von ihm, genau. Wir haben ja ein bisschen umgerüstet jetzt. Wenn wir uns jetzt nach hier hinstellen, dann haben wir vielleicht eine etwas größere Chance. Oder nach hier. Wenn wir nach hier. Ich sollte definitiv umstellen, dass es nicht auf Dauerfeuer steht. Das ist keine gute Idee. Wir gehen mal hier hin. Wer ist denn das hier vorne? Cold Eye. Ach, der verträgt das. Schade, wieder daneben. Mein Gott, hört doch mal auf damit.
Er hat ein kaltes Ei. Ja, was ist denn dabei? 19 und 121. Und ja, ganz schön viele haben. So, der ist schon mal weg. So, beenden. Trulli ist dran. Schön, Ladehemmung. Sowas liebe ich ja immer. Nein. Hihihihi, daneben. Hihihihi, daneben. Guck mal hier. Oh, er blutet, wie schön. Normalerweise ist es ja kein Grund zu feuern, aber. Den Feuermodus müssen wir auch demnächst mal umstellen. So. Nachladen. Waffen. Es hat keinen alternativen Feuermodus. Das Ding ballert so. 8 Schüsse auf hier. Das ist. Das muss sofort wieder weg. Ja, das geht gar nicht, dieses Mal 8. Das ist ja die totale Verschwendung. Boxen kaputt! Doch klappen können. herrlich. Jo, alter Scotchmaster. Dann gehen wir hier hin. Das gibt es nicht. Das ist doch der pure Beschiss, ist das doch. Naja. Früher oder später. Mann! Oh shit, der hat richtig gesessen. Oh shit, oh shit. Ist die Angela noch mal dran? Ich gehe mal nach hier. Oh, bitte hau mir nicht den. 33 ist nicht mehr so viel. Okay, der macht nicht wirklich viel Schaden. Das ist mein Glück. Es waren gar nicht so wenig Erfahrungspunkte. Im Kampf solltest du vorsichtig sein. Nachlässige oder schlecht gezielte Schüsse können freundlich Ziele treffen. Ja, ist richtig. Haben wir gerade gesehen, wie das geht. So, deswegen muss jetzt erstmal unser Onkel Doktori dran. Weil viel ist nicht passiert, außer bei Onkel Scotch, der einmal voll von dem Sniper einen Crit abgekriegt hat. Das ist natürlich dann nie ganz so geil. Aber wir haben ja auch genug davon. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie Mangelware hätten gerade. So, der braucht keinen, dann kriegt er erst noch ein kleines und der Rest muss eigentlich so gehen erstmal. Wir haben ja neulich erst umgestellt. So, was haben wir denn hier so? Alle zusammen bitte. Tanz den Bert. Können wir den jetzt plündern hier? Da. Hier finden wir ein Eisenbahnschienennagel. Aha. Ein kleiner Verbandskasten. Ein 38er Revolver. Mit ein bisschen Munition. Es waren aber drei. Achso, das war nur ein Schnittmeister. Der muss scheinbar nicht zwingend was haben. Nun gut, hier gibt es, glaube ich, nichts mehr. Dann können wir jetzt hier einfach mal ganz fröhlich wieder rausgehen. Und uns weiter auf den Weg machen zu dem. Ich überlege gerade, ob es nicht Sinn macht, kurz mal am Agrarzentrum vorbeizugehen. Was sagt denn unser Inventarzustand? 67. Der ist schon fast überladen. Da ist noch massig Platz. Da ist auch nicht mehr so viel Platz. Da ist noch massig Platz. Da ist nicht mehr so viel und da wollen wir gar nicht erst von reden. Das ist ja, ne? Weiß ja Bescheid. Also du kriegst auf jeden Fall erstmal die Waffe wieder abgenommen. Die geht gar nicht. Dann kriegst du lieber wieder dein normales Messer. Da bringst du uns dann mehr mit. Oder warte mal. Die Angela hatte doch noch hier eine andere. Der rostige Eimer. Der ist zwar nicht gut, aber besser als das andere Ding hier. So ist das, glaube ich, eine ganz gute Option. Ich glaube, wir gehen noch mal kurz am Agrarzentrum vorbei. Da können wir vielleicht ein bisschen was verkaufen. Hopp, 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 hopp. Andale, andale. Komm, betreten. Welches Agrarzentrum? Wir wollen den Zentralkomplex haben.
Denn wir wollen ja handeln und da müssen die eigentlich drin sein. Nun lad schon. So, hier drüben war er, glaube ich, in diesem Raum. Jawohl. Hallöchen. 515 hat er wieder, aber er hat keine vernünftigen Waffen, außer die M4 Karabiner. Die ist echt nochmal eine Option. Darf er die kaufen, weil der rostige Eimer ist halt irgendwie doch nicht so geil. M40. Mal ganz kurz eben checken. Ach, in ganzer Weise. Ich glaube, wir kaufen uns die. Und natürlich auch die restlichen Sachen, die hier wieder im Angebot rumgaunern. Der kurze Lauf, da müssen wir auch mal bald mal ein bisschen zusammendengeln. Damit wir die ein bisschen modifizieren können, die Waffen. Ich glaube, das Scharfschützengewehr, das wird ja noch eine ganze Weile behalten. Das ist schon relativ gut. Muss man sagen. So, was wir auf jeden Fall verkaufen wollen, sind die Hasenohren. Bevor wir da jetzt irgendwas finden, ich glaube, die schmeißen wir einfach mal weg. Kann man das irgendwie... Ah. Mit Shift kann man das alles reinschmeißen. Ich muss immer noch zahlen. Aber das wird sich jetzt gleich irgendwann auch erledigt haben. Guck mal, jetzt empfangen wir schon Geld. Zop, zop. So, das Ding behalte ich auf jeden Fall erstmal nochmal. Obwohl, nein, Startplan auch so. Ach, ich weiß es nicht. Das nimmt so viel Platz weg und ich bin mir nicht sicher, ob uns das wirklich sonderlich weiterhilft. Was hast du nur noch so? Das im 2 kommt logischerweise weg. Das Messer Dito. Haben wir noch irgendwie ein Grümmel hier drin? Ja, das Zeug, das braucht auch kein Schwein eigentlich. So, du behältst auf jeden Fall das alles erstmal. Du verkaufst das Ding natürlich. Was ist denn hier so schwer eigentlich? Weiß man gar nicht, ne? Wahrscheinlich die ganzen Medikits. Das ist okay, das ist auch okay, das ist auch okay. Gut, dann haben wir jetzt alles verkauft erstmal. Was wir so wollten. Wir kriegen 436, das ist tutti, tutti, tutti. Er hat eine neue Waffe bekommen, das ist super. So, auf Wiedersehen. Ja, ich hab dich auch lieb. Warte mal, wo wir gerade hier sind. Benutzen wir nochmal ganz kurz eben seine Fähigkeiten. Seine Fähigkeiten. Und dann machen wir uns mal wieder auf den Weg. Ja, ja, auf Wiedersehen, war sehr schön mit dir. Kommen wir gleich mal kurz an der Oase vorbei und dann... Ja, wir wollen. Dann machen wir uns auf den Weg zum... Nicht zum Dingenskirchen, sondern... Ach, jetzt habe ich die Namen schon wieder vergessen. Nicht zum Gefängnis, sondern zu diesem Plünderer Outposter. Weißt du doch. Muss ich gleich auf die Karte gucken, dann kann ich dir jetzt sagen. Sekunde. Wenn die manchmal ein bisschen schneller wären, nur nicht. Ah, da kommen sie. So. Einmal voll geladen, sehr schön. Jupp, wollen wir. Da sind wir sogar noch ein bisschen in der Zeit. Da können wir vielleicht noch... Boah, vielleicht passt das noch. So, dann gehen wir mal genau hier zu dem Wrecking Crew Hauptquartier. Wir gehen als erstes zu der Oase einmal kurz refillen. Lauf. To Citadel Bay. Go ahead, Baker One. 10-4. Looks like we got some water thieves out near Homestead. Following tracks. Copy, Baker One. Keep your eyes up. Advise when complete. Roger, Citadel Base. Baker One out. So, alles klar, damit haben wir es jetzt geschafft und ich sage einfach mal danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Wasteland 2 und dann werden wir das Wrecking Crew Hauptquartier angehen. Tschüss!